Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Mitglieder der Karl-May-Gesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren, mein Hobby ist seit 1969 Karl-May. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich einen Briefwechsel mit dem Karl-May-Verlag in Bamberg aufgenommen. Und von 1976 bis 1981 hat sich sehr intensiv der Karl-May-Verlag für meine Ausreise aus der DDR eingesetzt. Und durch das Sammeln von Ansichtskarten, das ist eines meiner Hobbys, das ich erst hier am Westen betreiben konnte, hat mir auf der Börse in Essen, Ansichtskartenbörse, ein Tischlermeister aus Dortmund eine Sammlung von 39 Karl-May-Fotopostkarten angeboten. Und zwar, es war ein paar Sommer, die machten mich auf ihn aufmerksam. Der ging von einem Händler zum anderen. Und Sie kennen das ja, Händler wollen nie viel zahlen. Und ich habe ihn dann eingeladen zu mir nach Bochum und konnte die 39 erwerben. Dazu muss ich sagen, die meisten Karten, Sie wissen das alle, sind meistens nur von der Karl-May beschrieben. Und da waren aber einige interessante Karten dabei. Ich wohnte in Bochum und die waren von Karl-May nach Bochum geschickt. An einen Redakteur, der hieß Arnold Schwanke und war 1835 geboren. Und da waren natürlich auch Karten dabei von Arnold Schwanke nach Dortmund. Und da das die Nachbarstadt ist, habe ich mich ein bisschen drum gekümmert, habe da ein bisschen geforscht und nachdem ich im Stadtarchiv von Dortmund war, habe ich die ganze Forschung beendet. Mehr will ich nicht sagen. Das hat erst wieder begonnen dank des Karl-May-Verlages. Lothar Schmidt stellte mir einen kleinen Briefwechsel von diesem Redakteur mit Karl-May zur Verfügung. Und ich habe die Genehmigung bekommen vom Karl-May-Verlag, aber auch vom Karl-May-Museum. Es gibt da ein Originalfoto. 1909 hat Arnold Schwanke den in Radebeul besucht. Ob der Karl-May natürlich mal in Bochum oder in Dortmund war, ist bisher nichts. Vielleicht gelingt es mal jemand, da weiter zu forschen. Ich muss noch dazu sagen, dass es unbekannte Abdrucke gibt in der Westfälischen Bochumer Zeitung im Zeitraum von 1906 bis 1908. Ich habe mich dann an zwei bekannte Forscher gewandt, Dr. Hoffmann in Radebeul und Dr. Plaul in Berlin. Dr. Hoffmann wollte eigentlich nur diese Autographenkopien haben, aber der Dr. Plaul hat mir eine Liste geschickt, was doch dieser Arnold Schwanke alles veröffentlicht hat in seiner Dortmunder Zeit. Und da gibt es eine ganze Liste, er war sehr fleißig. So, und da wollen wir mal weiter gucken. Das ist 5 bis 10. Sie sehen hier, die Druckerei hat den Karl-May-Kongress um 2 Tage verlängert. Und dann haben wir das korrigiert mit 5. bis 8. Das ist dann die Nummer 3, hoffe ich. Das hat man ja, nee, Nummer 2 müsste sein. Karl-May und Spanke, vermutlich 1909 in Radebeul. Sie sehen das Zeichen des Karl-May-Verlages. Ich habe die Genehmigung schriftlich, dass ich es veröffentlichen darf, von Lothar Schmidt. Und habe aber auch dasselbe Foto nochmal zur Verfügung gestellt bekommen vom Karl-May-Museum Radebeul. Hier haben Sie die Karte von Arnold Schwanke nach Bochum in der Augustastraße, aber gewohnt. Und es gibt auch noch eine andere Anschrift. Ich kann Ihnen aber alles nicht vorfahren, ich will dich kurz fassen, wir haben wenig Zeit. Das bekannte Foto von 1907 von Erwin Raub. Und hier haben Sie die Rückseite. Und das beweist, dass Karl-May mehrere Geschichten Arnold Schwanke zur Verfügung gestellt hat. Also sollte es mal jemand von Ihnen gelingen, die Westfälische Volkszeitung im Zeitraum von
1906 bis 1908 zu finden. Da sind Artikel drin und mindestens ein Abdruck. An die Westfälische Volkszeitung hier. Da hat er gearbeitet. Ich habe mal vor vielen Jahren in den Mitteilungen der Kamei-Gesellschaft veröffentlicht eine Karte, die ich heute nicht mehr besitze. Ich muss dazu sagen, ich habe dann die Sammlung ab 2007, ab dem Berliner Kongress, aufgelöst. Ich habe nur noch wenige Originale. Da war Kamei in Amerika und schreibt noch nach Bochum. In der Zwischenzeit ist aber der Arnold Spanke nach Dortmund gezogen und hat in Bochum gearbeitet an der Tremonia. Die Post hat rechts mit Bleistift geschrieben, hier Tremonia. Und den Chefredakteur haben sie den Chef weggestrichen, er war dort nicht Chefredakteur. Aber Karl May war ja clever. Und das hat dann die Post gestrichen, denn die Westfälische Volkszeitung wusste, dass er dort kein Chefredakteur ist, sondern nur Redakteur. Am 8.10. war das dann hier von Amerika in Dortmund, unten von der Post geschrieben. Hier sehen Sie schon die Adresse in der Hagenstraße 23 und er hat auch noch woanders gewohnt, aber wie gesagt, das wäre alles zu umfassend. Und hier für Sie schlagen Sie zu, 30 Karmai-Bände. 1908 nicht für 120 Mark, sondern nur für 90. Und zwar der Lenzing Verlag hat auch ein Antiquariat gehabt und es gibt heute noch die Ruhrnachrichten und den Lenzing Verlag. Und unten drunter, sehr interessant, 4 Brote zum Sonderpreis. Diese Karte war mal in meiner Sammlung, ist heute im Besitz eines Dortmunders. Er hat mir gestattet, seinen Namen zu veröffentlichen. Nur das Wort Dortmund haben wir weglassen wollen oder müssen. Das Interessante ist, hier dieser Briefwechsel, der ist noch unbekannt. 1905 schon. Und zwar, der hatte den Namen nach der Tat. Er hieß Hüttemann und arbeitete auf der Hütte bei Hösch in Dortmund. Er ist dann verzogen zu einer Hütte in der Saarland. Die konnte ich erwerben, das waren 3 Karten in der Zeitung und die letzte habe ich noch erwischen können. Und die hat dann jetzt ein Dortmunder Sammler. Oh, gehen Sie zurück. Was muss ich da machen? 2001 habe ich noch einmal begonnen. Ich hatte mich mal an Lothar Schmidt vom Karmeil Verlag gewandt. Und der hat mir das hier zur Verfügung gestellt. Und ich habe schriftlich die Genehmigung, dass ich es veröffentlichen darf. Das ist heute hier das erste Mal, dass ich es mache. Lothar Schmidt sagte noch dazu, das ist kurz vor Karmeis Tod, ob er denn das noch gelesen hat, denn er schrieb ein Gedicht anlässlich Karmeis 70. Geburtstag. Ja, zum 70. Geburtstag, 25. Februar 1912, Dortmund beschrieben am 24. Februar. Das Gedicht umfasst 4 Seiten. Und hier sehen Sie mal Lesefrüchte. Redakteur war Arnold Spanke in Dortmund. Hier haben wir dann den Nachruf von Arnold Spanke in der Tremonia. Es gibt davon insgesamt 3 Nachrufe von Arnold Spanke. Noch einer ist in den Lesefrüchten und 2 waren veröffentlicht in der Tremonia. Und da begann der Erste Weltkrieg und Arnold Spanke musste ins Feld. Nach 2 Monaten ist er leider verstorben. Das genaue Todesdatum widerspricht sich, weil manche schreiben der 5., manche der 6. und so weiter.
Ja, sehen Sie hier die Todesanzeigen. Davon gibt es etwa insgesamt 10 Stück. Er war sehr bekannt und sehr aktiv in Dortmund. Auf der Ansichtskarte, die von 1900 ist, die ich anlässlich Kongresses gemacht hatte, ist auch im rechten Bild eine Fem Linde. Und da war er auch Mitglied in diesem Verein. Der Nachfolger von Arnold Spanke hat diesen Mehrzeiler veröffentlicht nach seinem Tode. Weil es musste ja die Stelle des Redakteurs neu besetzt werden. So, nun habe ich hier mal den Dr. Plaul, den kennen Sie ja. Diesen Band, die illustrierte Karl-May-Bibliografie. Und nun will ich Ihnen verraten, ich habe von Forschung keine Ahnung, wie kommt man denn darauf, zwei unbekannte Abdrucke zu entdecken. Da hat geholfen der Dr. Plaul. Er hat hier gefunden, in diesem Jahrgang 1910, bei den Aussätzlichen. Was habe ich gemacht? Ich bin nach Dortmund gefahren, in das Zeitungsarchiv und nichts gefunden. Stadtarchiv konnte auch nicht helfen. Ein Privater hat mir geholfen, diese Artikel zu finden. Und zwar sehen Sie hier die Westfalia, da war Arnold Spanke Redakteur und hat hier veröffentlicht, schau mal, im Oktober 1910. Und in einem Jahr 3 Veröffentlichungen in einer Zeitung, das war damals selten, denn Arnold Spanke war verboten, noch über das Karl-May-Thema in der Zeitung zu schreiben. 1910 war eines der schwersten Jahre für Karl May. Und da hat er das geschickt gemacht. In diesem Jahrgang der Westfalia gibt es also 3 Veröffentlichungen. Eine ist bekannt und die anderen 2 habe ich gefunden. Es ist also von Vorteil, wenn man in einer Zeitschrift eine Veröffentlichung von Karl May findet, den kompletten Jahrgang durchzugucken. Denn da habe ich die anderen 2 gefunden, die sind bis heute unbekannt. Das Ganze ist mir bekannt, natürlich seit vielen Jahren. Es ist mir nie gelungen, diesen Zeitschriftenband käuflich irgendwo zu erwerben. Der ist ganz, ganz selten. Wie gesagt, in Dortmund bin ich da nicht fündig geworden. Hier im Oktober, der zweite Abdruck, der bis jetzt unbekannt geblieben ist, Abdan Effendi. Und im Dezember ist das dann Bekannte bei Plaul bei den Aussätzlichen. Hier ist mal Abdan Effendi. Und eine Rüge habe ich damals erhalten von Dr. Plaul. Er sagte, warum haben Sie sich nicht die ganzen Nummern der Veröffentlichungen aufgeschrieben? Dann hätte er das gerne veröffentlicht. Und ich habe heute gesprochen mit Herrn Hermesmeier. Der sagte mir, inzwischen gibt es 170 neu aufgefundene Veröffentlichung. Und da hat er jetzt mal noch 2 dazu. Dr. Plaul habe ich vor vielen Jahren gesagt, ich rechne mal mit 50. Da sagte Dr. Plaul, das ist viel zu viel. Zu viel gibt es nicht. Und wie ich heute gehört habe, gibt es inzwischen 170. Es gibt sicher noch mehr im Ruhrgebiet. Sollte jemand die Zeit haben, in den großen Städten die alten Zeitungen durchzuforsten, werden Sie noch einiges finden. Mir sind noch mehrere Themen Unbekannte zum Thema Karl May bekannt, aber dazu ist keine Zeit. Und gibt es denn jemand, der Russisch kann? Der Herr Steinmetz sicher, der hat das in der DDR gelernt. Ich war so gut, ich kann Ihnen nur das erste Wort erklären. Das heißt Rabotajet, Arbeit. Und zwar die sowjetisch-russische Besatzungsmacht musste die Erlaubnis erteilen, dass der Karl May auch wieder arbeiten darf. Und ich habe das vor vielen Jahren mal Lothar Schmidt gezeigt. Der kannte die Dame noch persönlich. Unterschrieben ist es natürlich vom E.A. Schmidt mit Stempel und vom Oberbürgermeister von Radebeul. Und hier, das ist eine Karte von Patti Frank an Alfred Schneider. Alfred Schneider war es, der auf dem Kongress in Königswinter mich für die Karl-May-Gesellschaft geworben hat. Er sagte, wer so viel Geld ausgeben kann für die alten Ansichtskarten, der kann auch Mitglied in der Karl-May-Gesellschaft werden. Und da hat er mir geschildert, da gibt es ein Jahrbuch und die Mitteilung und alles. Und da bin ich im Jahr 84
1984 Mitglied geworden. Hier eine Ansichtskarte an das Naumburger Tageblatt über mich. Und zwar in Dortmund fanden in den 90er Jahren die internationalen Schachmeisterschaften statt. Und da waren die großen Experten damals der Welt. Und der Lothar Schmidt hat mir geschrieben, wer da alles unterschrieben hatte. Er war der Chefschiedsrichter bei diesen Dortmunder Schachtagen. So, wir kommen da sicher zum Schluss, wenn ich nicht eine übersprungen habe. Dank für Unterstützung würde ich immer sagen an das Auktionshaus Kiefer. Denn ich habe diesmal wieder ein paar Ansichtskarten speziell für Dortmund mitgebracht. Und Firma Kiefer unterstützt mich immer. Eins meiner Hobby waren natürlich auch Widmungsexemplare. Hier die Widmung an Peter Rossecker und den österreichischen Schriftsteller. Und jetzt kommt ein Bild, das wünschen wir uns in diesen Zeiten sicher alle. Friede auf Erden, das Sascha Schneiderband. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, das war's. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.